Diese Aufgabe ist einfach. Die beiden Fußbälle sollen mit den roten Dominosteinen angestoßen werden. Mit den beiden Ballons kannst du dir noch ein paar Extrapunkte verdienen. Der linke Ballon soll zerstört werden. Der rechte soll heil bleiben. What the fuck? Hä? Was passiert, wenn ich jetzt starte? Das ist immer am interessantesten. Die beiden fliegen. Süß. Was war das gerade bitte? Noob. Okay, es fliegt also runter. Der linke soll zerstört. Wie war das? Der linke soll zerstört werden, oder? Wie war das? Entschuldigung. Der linke zerstört, okay. Nehmen wir es so ein, drehen den. Nope. Nochmal. Boing. Nope. Also langsam, also höher geht's bald immer. Boing. Okay, das war zu hoch. Dann vielleicht nach, weiter nach links. Dann verhält sich ja das Ding anders, dann ist es aber falsch. Boing. Nein, das ist komplett falsch. Das war schon hier schon ziemlich richtig. Boing. Das trifft's nicht ganz. Wie kriege ich denn das jetzt zerstört? Vielleicht sollte ich das nochmal drehen. Nee, dann passt es aber nicht hin, gell? Wie großartig ändert sich das, wenn ich das jetzt so rumnehme? Hä? Ich habe doch genau getroffen. Schaut euch das an. Zack. Moment. Jetzt nochmal. Boing. Ah, nee, nicht ganz. Geht's noch höher? Nee. Vielleicht, wenn's tiefer? Ja, gut. Den Teil hätte ich schon mal. Mit den Luftballons. Jetzt muss ich nur noch die Dominosteine umschmeißen. Moment, wo fliegt das genau hin? Das Fass? Das fliegt dahin. Dahin. So. So. So, ich weiß nicht, ob das klappt. Rechts ja, links nein. Na, so. Das kann aber fast zu knapp sein für da drüben. Nein, es passt. Ein Ball, zwei Bälle. Aber hallo. Sehr gut. Und ich habe ein Fass noch über. Oh, das ging ja. So. Das macht Spaß. Muss ich weitermachen. Ganz viel. Ich denke, das erste Kapitel werden wir. Der Bürgermeister ist seine Gummiente entlaufen. Nein. Du sollst sie wieder einfangen. Ich habe dafür schon eine Falle gebaut, die du nur noch auslösen musst. Aha. Durchtrenne das Seil, das den Metallkäfig hält, um die Gummiente zu fangen. Die Bowlingkugel habe ich vom Bürgermeister ausgeliehen. Lege sie also bitte wieder zurück in den rechten Korb. Sollte es dir gelingen, die Falltür mit dem Dartpfeil auszulösen, so sind dir ein paar Extrapunkte sicher. Okay. Also hier muss ich auf jeden Fall ein Katapult benutzen. Sprich, ich brauche auf jeden Fall das hier für den Anfang. Wie schneide ich denn die Gummiente durch? Wie schneide ich die Gummiente durch vor allem? Fällt mir gerade auf. Und damit du da reinkommst, muss ich das hier irgendwie. Das wird wahrscheinlich den hier aktivieren. Dann rollt es irgendwie dahin. Machst das den hier und. Wahrscheinlich mehr so. Das muss ich dann noch austarieren. Und die Armbrust. Sollte vielleicht gespiegelt sein. Was ist denn das eigentlich? Kann ich das hier irgendwie. Das Seil? Seil. Hä? Nee.
ich das irgendwie verbinden? Das Seil ausgelöst wird? Wie wird denn das Ding hier überhaupt ausgelöst? Kann ich hier irgendwie... Armbrust, schön. Aber wie wird die Armbrust ausgelöst? Eine normale Armbrust mit verschiedenen Pfeilarten ausgerüstet werden kann. Normaler Spitzepfeil, Feuerpfeil oder Pfeil mit Saugnapf am Ende. Okay. Schauen wir erstmal, was jetzt passiert. Achso. Das ist so. Vielleicht nicht so extrem. Nein. So vielleicht? Boing. Ach, das habe ich ganz übersehen. So. So, schauen wir erstmal, ob das funktioniert. Dong, dong. Rup, rup. Ja, okay, Bowlinghole ist schon mal drin. Jetzt muss ich nur noch schauen. Okay, da toll, die Aufgabe habe ich gelöst. Die andere Aufgabe weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich noch schauen, wie aktiviere ich jetzt die Armbrust. Die hat das einen komischen Pönöpel. Das muss wahrscheinlich irgendwie... Das muss wahrscheinlich irgendwie wegen dran gezogen werden, oder? Ich bin ja wegen dem Seil hier irritiert, aber das kann ich ja nicht verwenden, das Seil hier. Kann ich das irgendwie... Ne, weiter drehen, so geht nicht. Gummiente abschießen? Hm. Geht nicht. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie verbinde ich? Ich muss hier wahrscheinlich... Ja, nein, vielleicht. Bitte antworten Sie jetzt. Wer sagt denn eigentlich, dass ich von links schießen muss? Schaffe ich es vielleicht? Ach ne, an dem Bild kann ich das nicht festmachen, oder wie? Das war ein Mist. Und so kann ich bloß die Gummiente abschießen. Ich dachte vielleicht, dass ich mit der Kugel vielleicht das Ding hier auslösen kann, was mir dann das Seil hier abschießt. Das dazu müsste ich halt... Shit. Bewegt sich sonst noch irgendwas hier? Oh, nee, nicht wirklich. Das probiere ich jetzt aus. Ich hoffe, das trifft's jetzt. So. Huch! Nein! Jetzt stopp! Mein Ding ist weg. Also, ist schon. So. So. Also, scheiße, jetzt hoch. Also, scheiße. So. Also, jetzt da. Start. Zack. Ja, fast. Nochmal. Hui. Nein, immer noch nicht. So, wahrscheinlich kommt jetzt die Kugel nicht mehr durch. Doing. Ist das so klar? Das hat jetzt zu wenig Schwung. Kann man das eigentlich noch drehen? Nö. Kann das noch höher setzen? Das vielleicht ins Höhe? Vielleicht mehr so? Wir müssen jetzt, wieder rumtestphase. Ja. Jetzt kommt das natürlich hier an, aber... Jetzt bleibt es wahrscheinlich genau hier hängen, die Kugel. Ne, bleibt es nicht einmal. Dafür trifft es aber auch nicht. Nochmal. Komm schon. Ja, jetzt bleibt sie hängen. Ach, so ein Mist. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt höher mache, dann trifft es wieder das Ding nicht. Ja, es war so klar. So, und nochmal. Wir tasten uns ran.
Es trifft, aber es ist zu langsam. Da muss ich noch... Wenn ich das so mache, dann habe ich so das Gefühl, dass ich wieder nicht den Korb treffe, aber die Gummiente abschieße. Weder noch. Ich treffe den Korb nicht und treffe die Gummiente nicht. Ich muss irgendwie höhere Geschwindigkeit für das Ding hier auf... herholen. Aber wie? Es muss von höher kommen. So, probieren wir es nochmal. Höher heißt mehr potenzielle Energie und keine Treffer. Oh, nochmal. Wahrscheinlich treffe ich wieder den Korb nicht. Und die Gummiente bleibt. Nein, den Korb treffe ich, aber die Gummiente bleibt, wo sie ist. Dung, brrrup. Ja, ich fühle mich so langsam verarscht. Machen wir es mal anders. Gebogen die Bahn noch ein bisschen runter. Das auch nochmal runter. Für höhere Geschwindigkeit. Dann müssen wir das jetzt nochmal so drehen. Und wahrscheinlich treffe ich das Ding jetzt wieder nicht. Ah, ist das ein Gefrickel? Ja, ich treffe nicht. Scheiße. Ich will bloß eine höhere Geschwindigkeit erzielen, deswegen stelle ich es gerade weiter runter. Ja, hat ja gut funktioniert. Gerade nämlich. Ja, scheiße. So. Lass mich raten, es funktioniert nicht. Rupp, bumm. Grrr. Machen wir es mal so. Das näher ranbringen. Noch ein bisschen näher. Wahrscheinlich bleibt es jetzt stecken. Ich weiß ja nicht mal, ob ich wirklich hier das aktivieren muss. Das ist ja auch noch, gell? Weil mich irritiert immer noch dieses Seil. Steht Seil dran? Warum ist dieses Seil? Warum liegt das so hier rum? Das wird doch bestimmt einen Sinn haben. Aber ich kann das ja hier nicht irgendwie verbinden. Spiegeln wir mal nochmal. Kann ich Seil verbinden? Was macht das eigentlich, wenn ich jetzt das starte? Das hängt doch so rum. Habe ich es eigentlich getroffen? Ja. Also das mit dem Treffen ist ja kein Problem. Ich kriege bloß die verdammte Armbrust nicht zum Schießen. Ich muss schon das Ding hier jetzt abschießen. Ach Gott, ich mache hier jetzt ewig rum. Wahrscheinlich ist die Lösung so einfach und ich sehe es einfach nicht. Das sind Hinweise, oder wie? Nee. Ich bin jetzt schon fast... Ach nee, hier helfen. Klicke hier, wenn du Lösungen benötigst. Bauernhoffenster, schön. Das Problem ist bei solchen Spielen, wenn man die erste Hilfe nimmt, dann ist es meistens eine Hilfe, die man schon längst irgendwie verbraten hat. Zumindest war es bei mir immer bei Professor Layton so, wenn ich mal wirklich Hilfe gebraucht habe, dann war das meistens der letzte Hinweis hat mir dann geholfen, weil ich die ersten Hinweise ja schon alle abgearbeitet habe. Im Prinzip, weil ich das schon selber rausgefunden habe. Mir hat sozusagen das letzte Quäntchen noch gefehlt. Das war immer recht ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt auf dem Holzweg bin mit der Armbrust. Ich gebe mir mal eine, lass mir mal eine Hilfe geben. Texthinweis, spionieren, aufdecken. Ich nehme mal einen Texthinweis. Gib dir einen Texthinweis zu lösen, kostet dich jedoch 200 Punkte. Rundenweise kurzzeitig aufgedeckt, kostet dich die Hälfte deiner Punkte auch schön. Gesamtsignal aufgedeckt, alle fehlenden Bauteile werden korrekt angebaut, du bekommst jedoch keine Punkte mehr. Machen wir kurz einen Texthinweis. Also doch. Auslösen kann ich es mit der Bowlingkugel. Das ist doch meine Idee, ist richtig. Meine Idee ist vollkommen richtig. Ach Gott, falsche Taste. Okay. Dann war diese Idee nicht verkehrt. Dann war ich ab jetzt einfach bloß zu doof, die richtige Konstellation zu finden. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das so.
So. Und so. Schauen wir mal, was passiert. Mehr Speeds. Ach, jetzt bleibt es hier hängen. Ah, scheiße. Moment, mal kurz testen, ob es hängen bleibt. Und dann schauen wir mal. Dong, dong, rup. Okay, perfekt. Das hat jetzt auch ziemlich viel Schwung, wie man gesehen hat. Mal schauen, ob der Schwung ausreicht, um das Ding auszulösen. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt zu tief gehe, dass es dann wieder irgendwo stecken bleibt. Ich gehe mal weiter nach rechts. Wahrscheinlich bleibt es jetzt genau hier stecken. Habe ich so die Befürchtung. Nein, nicht einmal. Kann ich das vielleicht noch eins so drehen? Dann schieße ich in den Käfig. Ne, ich mach's so. Das Problem, jetzt bleibt es wahrscheinlich stecken. Ja, das hatte ich befürchtet. Ne, das bringt eigentlich überhaupt nichts, wenn ich das jetzt weiter... Ah, verdammt. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich glaube, ich muss es eins so machen. Wie ist denn... Muss ich jetzt mit dem Lineal anfangen? Passt das ungefähr? Ich muss... Ich sag mal, wenn ich hier so abschneide... Dann muss ich hier ungefähr treffen. Dann machen wir mal hier den hier so und hoffen, dass alles gut geht. Aber es ist schon mal schön zu wissen, dass meine Idee richtig war. Ich bloß zu blöd bin. Also ich zu blöd bin, den richtigen Ding zu finden. Wahrscheinlich bleibt es wieder hier stecken, wie es ausschaut. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, das war so klar. Machen wir es mal so. Wahrscheinlich kommt jetzt die Kugel nicht an. Ja, die Kugel durchschlägt das nicht. Dann muss ich doch tiefer. Das ist zum Kotzen. Ich brauche mehr Energie. Gib mir mehr Energie. Ich brauche mehr Schwung. Es ist schon nicht schlecht, aber mir fehlt noch ein bisschen der Schwung. Mehr potenzielle Energie in Geschwindigkeit stecken. Nope, das ist auch nicht. So, langsam wird es hier ein bisschen knapp. Vor allem langsam treffe ich auch nicht mehr den Dingens. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein starres Teil? By the way, kann ich eigentlich... Kann ich nicht auch hier einfach durchschießen? Und das dann noch hier so reinkullern lassen? So. Machen wir mal so. Oh nee, oder? Scheiße, ich mach da ewig da unten rum, aber es ist. Ich sag doch, es ist irgendwie bestimmt total simpel. Ich sehe es gerade bloß nicht. Ah, es war wieder so klar. Puh, ich will gar nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe. 13 Minuten! Ein Hinweis benutzt, den ich nicht gebraucht hätte, weil ich's. Ja. Shit. Dann machen wir weiter. Komm, jetzt muss doch erstmal besser laufen.